Servus, meine Lieben, und herzlich willkommen zu einer gemütlichen Runde Crowded mit Moucha und mit uns am Nerdalterle. Schön, dass ihr da seid. Später Nachmittag, ich habe wahrgemacht, was ich gesagt habe. Alle Sachen sind da, bis auf eins. Das holen wir jetzt kurz gemeinsam. Fünf Blattläuse habe ich nur erwischt und bisher ging auch alles gut. Mal gespannt, ob es so bleibt. Und dann. Ey, da ist so eine kleine Dingsspinne. Eine kleine Ratnetzspinne. Hat gerade das Gras gewackelt, da gucke ich sofort immer, wenn es wackelt irgendwo. Bin ich der Erste, der wissen will, warum. So. Oh ja, den habe ich wohl nicht wieder eingesammelt. Was habe ich denn jetzt noch drüben? Den Marker, den baue ich weg. Und dieses letzte Teil nehmen wir jetzt noch mit rüber. Dann schlafen wir, dann gehen wir zum Bördel, dann machen wir Milchmolar-Geschichten und kümmern uns so langsam, aber sicher um die Taucherausrüstung. Das wird so der nächste Move sein. Hier, so, das möchte ich noch mit heimnehmen. So, alles sauber gemacht, sehr schön. Warte mal. Vielleicht erwische ich ja mal wieder eine. In letzter Zeit muss ich aber sagen, ich bin nicht so gut im Läuse-Schießen. Die ist zu weit, vergiss es. Ich hätte die schon noch gern weggemacht, die 5, ne? Naja, morgen früh. Ich mache mal das noch kurz und dann gehen wir runter zum Burger. Rechts ist eine, links ist eine. Man muss sie nur holen eigentlich, ne? Naja, vielleicht machen wir noch eine ganz kurze Lausetour. Dann haben wir das auch erledigt. So, einmal bin ich hier mit dem Ding hier übrigens schon rübergelaufen, das ich jetzt gerade in der Hand habe und habe aus Versehen die rechte Maus gedrückt oder irgendwas, dann war es weg. Wieder auf der Seerose. Da habe ich mich geärgert kurz, dachte ich, nee, Alter, ist ja doch ein Stück Weg, wenn man das dann zusammennimmt, ne? So. Kann mir nicht helfen, aber irgendwie habe ich manchmal das Gefühl, der Bogen verzieht. Einmal. Noch drei Stück. Cool ist, dann haben wir auch Mittagessen. Und Frühstück. Habe ich gestern gesagt, dass ich eventuell so eine Schnake da mache heute? Ich würde es gerne mal hinter mich bringen. Ja, dafür mache ich natürlich dann aber auch wieder Haustiere aus euch, ist doch klar. Ist doch klar. Noch zwei Stück. Schaffen wir das noch, bevor die Spinnen aufwachen? Cool wär's. Im Moment sehe ich keine. Die letzten zwei. Dann haben wir wieder mal eine Quest erledigt. Wenn die wieder ist, die Quest, nehme ich sie an und breche sie ab. Ich habe irgendwas gehört, was ich nicht hören wollte. Hat es doch gerade gefaucht, oder? Ja, es ist jetzt eh nicht mehr schön. Man sieht ja nichts mehr. Oh, da unten ist eine. Ich gehe heim. Guck mal, wie das jetzt erleuchtet. Super. Fehlt jetzt echt nur noch eine? Nun gut. Eine einzige? Komm, ich guck kurz. Nee, wir holen die morgen. Das muss ja jetzt nicht sein. Okay, dann würde ich sagen, wir haben jetzt gemeinsam das letzte Teil rübergetragen. Es ist jetzt alles da, was hierher gehört. Mache ich jetzt einen kleinen Schnitt, bis wir wieder hell haben. Und dann machen wir uns auf den Weg, ne? Warte, hier kann ich auch noch eine reinhängen. Ein Snack für uns. Jo, ist super. Und schon ist hier ziemlich voll, ne? Wenn man mal die ganzen Sachen zusammenholt. Wie ich halt nicht aufhören kann zu gucken, kurz, ob ich noch eine irgendwo erwische. Egal. Wir sehen uns gleich morgen früh. Stärken wir uns, dann gehen wir zum Burger runter. Machen aber vorher noch die eine Laus, ne? Es sollte jetzt normalerweise soweit sein. Nur ich habe mich jetzt gerade schon ein bisschen gewundert, dass unser Glühwürmchen heute gar nicht da ist. Aber vielleicht ist es jetzt auch beleidigt, weil ich hier Leuchten hingebaut habe. Man weiß es nicht, wie so ein Glühwürmchen tickt. 5:16 Uhr, bis wir gefrühstückt haben. Dann gehen wir direkt die Laus holen, Burger.
Und dann gucken wir mal, was wir brauchen für unsere erste kleine Taucherausrüstung. Ich weiß, dass wir den Helm bauen können, aber dafür bräuchten wir Knochen, die wir nur in den Tiefen bekommen. Und ich bin mir nicht ganz sicher, ob wir die jetzt gleich schon bägen können. Wie viele es sind, müssen wir nochmal kurz gucken. So, hier ist soweit alles klar. Die ersten Leuchten haben wir gebaut. Wir gönnen uns 2 Tropfen. Und dann haben wir, glaube ich, von gestern noch eine Laus. Jo, die ist auch schon wieder verdorben. Die mache ich mal hier rein, wo die anderen sind. Wobei, die hatte ich eigentlich drüben in der Kiste drin. Die hatte ich hier mit drin. Ne? Den wollen wir analysieren. Ich gucke gerade mal durch, ob noch was zum Analysieren da ist. Nee. Oh, ist okay. Also, Frühstück. Machen wir 2 Stück. So, jetzt pass auf. Einmal, wenn wir das jetzt erledigen wollen. Wir können das Kiemenrohr. Seegras müssen wir machen. Und ich glaube, Seegras kriegen wir nur ab, wenn ich einen Dolch baue, gell? Irgendwas war da. Das letzte Mal, als ich Seegras abbauen wollte, konnte ich nicht, weil ich keinen Dolch hatte. Auf jeden Fall Seegras müssen wir besorgen. Die anderen Sachen dafür hätten wir. Jetzt hat es gerade umgeschalten hier, das Inventar. Das ist super. Die Flossen hätte ich gerne. Dafür brauchen wir weiteres Seegras und die Ruderwanzen. Diese kleinen Gräbchen, die brauchen wir. Ansonsten Schleimpilzstängel könnten wir uns noch besorgen. Ja, hier ist der Blasenhelm. Dafür bräuchten wir dann die 5 Stück sind's. Das weiß ich jetzt nicht, ob wir das schon brauchen. Also, eine Laus, Seegras, Dolch. Da bin ich jetzt mal gespannt, was können wir denn für Dolche? Ja, wir können den Spinnenfang-Dolch bauen, aber dafür bräuchte ich Spinnenfang, habe ich nicht. Ich glaube, mit der Lava-Klinge kriegen wir es auch. Mit der Lava-Klinge kriegen wir es, glaube ich, auch. Ist doch auch ein Dolch, oder? Wie sehe ich denn das jetzt? Ah ja, hier oben, das ist, glaube ich, aus Zeichen, gell? Schnelle Klinge. Komm, wir bauen die einfach mal. So. Larvenklinge haben wir gebaut. Dann würde ich sagen, machen wir das einmal so. So. Ja, ich glaube, das passt. Also sind die jetzt schon wieder im Bett oder wie sieht es da aus? Eine. Die 2 pennen auf jeden Fall. Ob die dritte drin liegt, weiß ich nicht. Da vorne wäre unser... Boah, ich kann sie ja mit der Klinge mal machen. Haben wir die auch mal benutzt. Ich hole mir die Laus noch geschwind. Hallo? Die ist doch gerade hier hoch, ne? Du Stück! Ja, tut mir leid. So, Quest erledigt. Gehen wir runter in den Bau. Einmal analysieren. ASL. Jetzt gehen wir die. Wir machen uns jetzt gleich die Schnaki-Schmaki da drüben noch klar. Seit uns kommt was Überraschendes hier. Und diesen einen Milchmular beim Burgel unten, den könnten wir auch noch holen. Gucken wir uns erstmal die Milchmolar-Geschichte an. Da müssen wir, glaube ich, aber aufpassen. Ich glaube, du konntest die Punkte nicht zurücksetzen. Moinsen! Ich habe eine Frage an dich, Burgel. Wir haben noch nicht alles durch, oder? Was ist der nächste Schritt, um heimzukommen? My advice, if you want to get home, is to find all of my super chips in the other labs in the yard. Okay, alles super chips holen. Dr. Tully backed up my memories on super chips. And in theory, my restored memory will assist in repairing the spacer. Alles klar. Next, I recommend going for a swim and retrieving the pond super chip. The lab is down deep within. Ah, super. How can I help you today? Have an exponentially great day, my... Ist er denn positiv? Ja, also er sagt aus Labor im Teich, ne? Da sind wir ja jetzt mehr oder weniger dann alle auf derselben Wellenlänge. Milchmolare. Ah ja, warte mal, warte mal. Wo war denn der in dem Batterieraum, gell?
Da hinten drin, glaube ich. Aber ich glaube, das war groß. Kann ich hier eigentlich umschalten irgendwie? Battery Backup Fehler. Müssen wir da nochmal hin vielleicht? So. Dann haben wir nämlich den Augleck raus. Das war aber der große, ne? Mega Milchmolar! Sehr geil. So, zurück zur Maschine. Analysieren wollten wir auch, gell? Machen wir das als allererstes. Warte mal, wo war denn der Analyser hier beim. Den haben sie umgestellt, oder? Machen wir erstmal das. So. Bämschen. Lehmfundamente, Lehmrampe, Rüstungspuppe. Die wollte ich. Und Reparaturwerkzeug. Sehr schön. Zwei essentielle Teile für mich. Gut, die Puppe ist nicht so lebenswichtig. Aber was man hat, hat man. Dann ASL. Erstmal kurz zwei Quests geholt. Glühwürmchen, Knopflampe herstellen. Müssen wir Glühwürmchen machen, ne? Und eine Spinnenhaube, die ist ziemlich schnell erledigt. Komm, wir nehmen das alles mal mit, so wie es kommt. Ja, perfekt. Dann einmal Milchmolar. Jetzt pass auf. Ich würde gerne die maximal aktivierten Mutationen hochschrauben. Das heißt, ich spare mir hier den erstmal, ne? Und beim Gruppen müssen wir auch sparen. Also ich kann noch nichts holen, aber ich kriege dann später Verbrauchsgegenstände, Stapelgröße erhöhen. Rohstoffstapelgröße erhöhen, Pfeilstapelgröße erhöhen. Oder hier Gesundheit, Ausdauer maximieren, Hunger-Durst, Abzug verringert sich. Verbesserte Heilung oder aktive Mutation. Da möchte ich als erstes ran. Wir haben das ein Milchmolar jetzt geholt, das heißt, wir müssen jetzt gucken, wenn wir den nächsten eingesammelt haben, dann können wir hier ran. Sehr schön, dann lasst uns jetzt Taucher-Equip herstellen, komm. Diese Glühwürmchenlampe und so, das können wir dann alles machen, wenn wir soweit sind. Jetzt muss ich nur gucken. Einmal ganz kurz. Die Ecke bleibt halt trotzdem gefährlich, ne? Hatten wir nicht auch gesagt, dass wir noch einen Marienkäferkopf brauchen, dass wir die Marienrüstung machen können? Vorhin war einer da, jetzt ist er weg. Sei denn, er pennt irgendwo. Gut, die Chance ergibt sich. Jetzt gucken wir mal, ob wir das mit dem Seegras hinkriegen. Der taucht ja wieder auf. Also, dann würde ich sagen, dann bei der Gelegenheit nicht nur Seegras probieren, sondern auch gleich die Tiere, die uns hier noch fehlen, analysieren. Den Hammer, ne? Da kommt der Fisch. Keul ist vorbei. So, jetzt müssen wir erstmal gucken, wo. Da vorne könnte Seegras sein. Auf geht's. Das hier ist doch, oder? Hacke? Nee, oder habe ich. Das habe ich das letzte Mal, glaube ich, auch schon verballert. Mit dem geht's nicht. Ich glaube, du musst den Billigdolch tatsächlich bauen. Ich habe mir eine Waffe gebaut, ne? Weil mit der Hacke geht's, glaube ich, nicht unter Wasser. Da war ja auch das andere Zeichen. Ich probiere es trotzdem schön. Ich glaube, wir müssen es im Billigdolch bauen. Ja. Dann mache ich das mal eben. Am besten, bevor mir jetzt hier gleich die Luft ausgeht. Kalk mal. Ich weiß, ich habe die Stechmücke jetzt ausgelassen, gell? Warten wir gleich. Und dann kann ich mir dem Ding auch den Dolch bauen, den ich da brauche zum Abbauen. Lass mal kurz gucken. Und da fiel es ihm wie Schuppen von den Augen. Hier, Unterwasserbereich Kieseldolch. Den müssen wir uns herstellen, dass das funktioniert.
Ich brauche noch eine Seerose-Wachsgeschichte. Müssen wir nur gucken, dass mich der Koi hier nicht irgendwie. Und dann holen wir uns die Sachen ran, machen die versprochene Stechmücke. Und wenn ich die versprochene Stechmücke habe, dann gehen wir runter und machen hier die Reste. Das sind noch welche. Hast du Luftkohl jetzt hier? Sehr gut. So, Stückle. Zwei Kiesel und Seile brauchen wir noch. Kiesel finde ich ja hier bestimmt. Und wir gehen eh in die Richtung vor, wegen der Stechmücke. Und dann probieren wir unser Glück. Den nehme ich gleich mit. Drei Seile waren es, gell? Denk dran, dass da vorne die kleine Radnetzspinne war. Dass die dich nicht überrascht jetzt. Guck mal, hier siehst du genau, wo ich die Läuse die Tage machen wollte. Wie sie mich ausgetrickst haben. Schild habe ich an. So, pass auf. Seile. Und jetzt fehlen, glaube ich, nur noch zwei Steinchen, ne? Und dann können wir unser Seegras besorgen. Perfekt. Stechmücken. Wie probiert man denn die? Ich weiß gar nicht. Steche die Mücki. Hacken. Frisch. Schlitzen. Also ich könnte dich auch mit dem Dolch probieren. Oder halt mit unserer Waffe hier, weil die hat ja, glaube ich, gar keinen Zeichen. Also die sollte dann für alle gut sein. Ich würde es mal so probieren, wie ich jetzt bin. Weil irgendwie ist dieser Robo-Greifarm schon eine tolle Geschichte. Der macht schon Laune. Vor allem, wenn es dann zwischendrin so bämst, so funkelt. So, wir brauchen aber noch zwei Steine. Da schläft doch was. So, jetzt sind wir gleich im Stechmückenbereich. Stechmückchen, leck mir was. So, den würde ich gerne machen. Hätte mal eventuell die Chance auf der Kopf. Radnetzler da hinten. Komm, wir probieren es. Hammer im Kopf? Wieder kein. Kein Kopf bekommen. Und ich muss Verbände machen, wenn wir heute daheim sind. Drei Stück raus. So, jetzt pass auf, jetzt wird's interessant. Die Mechstücke. Eine sehe ich schon mal. Also, wir haben gesagt, wir machen sie hier mit, ne? Hat sie es nochmal. Sind wir genau auf der Distanz, oder was? Ich hätte gedacht, ich habe ihn nochmal erwischt. Mich wundert es gerade, dass er alleine ist. Da ist noch eine. Bei meinem Glück pulle ich gleich beide, ne? Okay, bis jetzt geht's. Jetzt sind sie zu dritt. Okay, der hat auch wieder. Ich bin vom Renderbereich wahrscheinlich, ne?
Ey, du hast nicht deinen Arm. Ich geh mal ein bisschen mit. Okay, man kann ihn aber ganz gut blocken. Den habe ich die ganze Zeit gewartet. Ich habe keine Energie mehr. Geht, wenn man sich Zeit lässt. Jetzt haut er mal gleich wieder ab. Ja, aber die sind schon, die brauchen schon ihre Zeit, ne? So. Jetzt habe ich nicht mehr ganz so viel Panik davor, weil wir einfach mal eine gemacht haben. Gut. Wir gehen zurück. Eine reicht ja erstmal, die kommen früh genug noch. Okay, also der Kampf ist aber sehr spannend, finde ich, gegen die, weil sie halt nicht gleich mit dem ersten Ding umfliegen. Mit dem Dolch ging es einigermaßen. Das mit dem Pfeil war okay zum Schluss. Und mit unserer Waffe kriegt man die natürlich dann auch. So, was ich jetzt halt gerne mal gemacht hätte noch. Mal geguckt, ob ich die Ding finde. Kaulquappen kennen wir ja, ne? Da brauchen wir auch nichts von denen. Wir brauchen diese Ruderkrebschen. Hier zum Beispiel. Wasserspinne. Und da wollen wir natürlich jetzt auch gleich mal gucken, wie man die am besten macht. Von der braucht man ja auch Teile zum Analysieren. So. Ne, wir trinken einen Schluck. Gehen wir in die Daten. Jungspinne. Wolfspinne. Wasserspinne. Schwächen, Schlitzen. Also mit dem Dolch im Prinzip, ne? Oder halt mit unserer Waffe. Wobei unsere Waffe können wir unter Wasser, glaube ich, nicht benutzen. Also wäre das hier für die Spinne, ne? Machen wir gleich mal die erste. Ich darf nur nicht vergessen, ich muss noch diesen einen Abbaudolch bauen. Gott, machst du einen Lärm beim Flippern hier. Komm, ich suche die Steine geschwind. Na, geh mal hinten. Da ist sie. Da ist sie. Wir gehen nochmal runter. Hier ist sie. Okay, ich gehe wieder raus. Ich kann offensichtlich auch mit diesem Dolch unter Wasser nicht viel machen. Und der Speer ist, glaube ich, auch nicht so der Renner, oder? Kann ich mit dem... Ich kann mit dem Dolch unter Wasser nichts machen. Mit dem Arm auch nicht, ne? Was für eine Waffe ist dann gegen die Wasserspinnen die beste? Der Dolch, den ich jetzt gleich baue... Ich muss aber dazu sagen, diese Wasserspinnen haben wir jetzt nie gezielt viel gebraucht, ne? Wir haben es halt gemacht, wenn sie sich uns in den Weg gestellt haben, aber... So, ich brauche Kiesel. Ich könnte natürlich kurz heimgehen, welche holen. Mit dem Speer unter Wasser, das weiß ich, aber der Speer... Der macht doch eine andere Schadensart, oder? Mich wundert es, dass der Dolch unter Wasser nicht geht. Aber offensichtlich ist es halt so. Geh mal ganz kurz. So, was sind Steine hier? Ist mal schön. Oh ja, den können wir auch noch mitnehmen. Da fehlt uns nur noch einer. Schön.
Milchmolar haben wir. Analysieren können wir wieder. Herstellen. Unterwasserkieseldolch. So. Dann wechsle ich jetzt hier den mal raus. Und den mal hin. Auf geht's. Was brauchen wir denn? Seegras haben wir gesagt, glaube ich, 6 Stück für die Taucherausrüstung. Du, dann können wir das Labor auch anfangen die Woche noch. Dann machen wir das Unterwasserlabor die Woche. Ich wollte jetzt nur kurz mit euch einmal da hinten im Eck schwimmen, schauen, ob ich die Wasserspinne einmal gemacht kriege. Einmal Krebsle, dass wir alles analysieren können, auch was noch unter Wasser offen ist. Hängt er da fest oder war das so der Anlauf, den er alles nimmt? Ich glaube, es sind ja auch genug Viecher drin. Da kann er ja was anderes essen. Hol einfach ganz kräftig Luft. Hier waren normalerweise immer 2, 3 Spinnen und die Krebse sind hier auch schon gewesen. Heute nicht. So. Und was brauchen wir dann zum, dass wir was sehen? Da ist so ein Krebs. Mal gucken, ob ich den bekomme. Ah je. Keine Energie mehr. Die Spinne nehmen wir jetzt. Da ist er. Die geht vor. Macht die einen Lärm, oder? Jetzt taucht sie da ab, Alter. Ich muss hier gucken wegen der Luft. Und jetzt wird es dunkel, weißt du, jetzt wäre ich gerade bereit dann. Jetzt sehe ich hier nichts mehr. Was ziemlich blöd ist. Vorne ist er. Drei Seegras haben wir. Hat er mich gerade, jetzt habe ich gerade anvisiert gehabt, ne? Puh, Alter, da kriegst du aber trotzdem dicke Backen hier mit dem. Also Seegras haben wir jetzt auch gefunden. Das heißt, wir können analysieren die drei Dinge. Und Seegras hätten wir auch 6 Stück für unsere Ausrüstung. Marienkäferkopf fehlt uns noch. Ruderkrebschen haben wir offensichtlich schon gemacht. Zumindest habe ich den schon angeschaut. Jetzt wird es auch dunkel. Komm, wir gehen vor. Wir gucken mal, was wir rauskriegen aus dem Zeug. Glühwürmchen-Kopflampe. Wenn das Glühwürmchen vorne auftaucht, können wir es ja mal machen. Ja, brauchen wir irisierende Schuppen. Immerhin, einer meiner Angstgegner, die Stechmücke, die haben wir auf jeden Fall schon mal gemacht heute. Die kriegen wir, das wissen wir jetzt. Unterwasservorbereitungen laufen an. Milchmolare, einer noch fehlt. Dann haben wir den nächsten Perk, den wir freischalten können. Also dazu nehmen können. Passt schon. Gehen wir erstmal hoch. Wenn der Tag sich so langsam dem Ende neigt, dann sind auch wir gerne zu Hause. So, den gönnst du hier. Just close your eyes and imagine it's a food powder. Okay, lass uns gucken. Für unseren Tauchgang brauchen wir auf jeden Fall für den ersten würde ich sagen, das Kiemrohr. Können wir schon mal bauen. Ist gebaut. Kiemrohr haben wir. Flipflossen. Ah, die Ruderschwanzbrocken haben wir nicht. Die müssen wir uns dann noch besorgen. Okay, aber ist kein Problem. Wissen wir ja, wo es es gibt. Also, pass auf. Dann gehen wir morgen analysieren. Und die wollte ich doch auch noch aufsetzen. Das kriegen wir vielleicht jetzt heute noch kurz hin. Ich würde das hier
jetzt einfach mal, eigentlich bräuchten wir das nicht mehr, weil es ja dieselbe Funktion hat wie das Bett, aber irgendwie mag ich das, wenn die ganzen Sachen noch da sind. So, pass auf. Ich würde nämlich gerne diese Puppe da schon mal bauen hier, die da. Ich weiß noch nicht genau, wann wir hier weitermachen. Aber mal 3 Stück setzt. Tonsprössi ist ein grobes Seil. 5 Seile. Sprössis. Und Ton. Okay, ist alles schon voll. So, meine Lieben, dann bleiben wir jetzt an dem Labor dran, ja? Habe ich mir jetzt gerade auch nochmal so überlegt. Warte mal, ich muss kurz hier die 3 weg. 9er hier rein, ab dafür. Weil dann habe ich gleich wieder Platz vorne und hier sehe ich dann auch immer meine Sachen. Ja, sehr gut. Sehr gut. 5 Ton und 2... Wie viele Seile? 2. Schöne Geschichte. So. Gehen wir morgen analysieren. Besorgen uns die Ruderschwanzteile. Dann können wir morgen schon mal den Dinosaurier machen. Die Waffe beim Dinosaurier und eventuell 5 Knochen holen, dass wir noch den Blasenhelm uns besorgen können. Und schmusi-technisch waren wir da schon in der Lage, irgendwas zu bauen, wo wir länger atmen können. Tauchveteran. Ich glaube, der war's, gell? Kaulquapp ist kein Problem. Wasser, Flohfleisch, Madenschleim. Ich glaube, Tauchveteran war es. Den werden wir uns auf jeden Fall dann auch vielleicht noch bauen. Ja, ich glaube, den bauen wir uns dann auch noch. So, aber was ich eigentlich machen wollte, warte. Hä? Nee, das wollte ich nicht. Ist egal. Ich wollte eigentlich das kurz wieder rüber machen. Das andere nehme ich mal mit. Und dann wäre zum Beispiel die Ameisenrüstung, die benutzen wir ja dann ständig, dass ich die schon mal vorne hinhänge, weißt du? So. Dann haben wir die auch gleich, wenn es soweit ist. Und da würde ich jetzt erstmal die Gasmaske hinballern und hier das Kiemenrohr. Sehr geil. Glühwürmchen ist nicht zufällig da, ne? Gut, dann geht's morgen weiter bei uns. Ich würde sagen, bleiben wir am Labor dran. Befragen, er ist zum Milchmolan. Haben wir das nicht schon gemacht? Ja, wir müssen eh nochmal analysieren, dann kriegen wir das hin. Freue ich mich auf morgen. Heute haben wir ein bisschen mehr gegruschelt, aber auch uns der Gefahr der Stechmücken gestellt. Da bin ich schon mal ziemlich happy, dass wir die hinter uns haben. Dann geht's morgen hier weiter. Freue ich mich auf euch. Bis dann.